Moin, moin, liebe Leute, und willkommen zu einem weiteren Indie Spotlight. Diesmal mit Gas Guzzlers Extreme. Der ein oder andere mag sich erinnern, dass ich den Vorgänger namens Gas Guzzlers mal in einem Livestream gespielt habe. Und das Ganze ist halt so ein, ja, ich sag mal, ein Rennspiel mit Waffen. Es erinnert so ein bisschen an Twisted Metal. Und es macht doch relativ viel Spaß, kann man nicht anders sagen. Die Version ist im Gegensatz zum Vorgänger grafisch ein bisschen mehr aufgemotzt. Ich merke das auch daran, dass ich auf 720p für dieses Video runterschalten musste, weil es sonst leider nur mit 20 Frames läuft. Jetzt auf 720p läuft das auf hohen Einstellungen relativ flüssig. Wie gesagt, meine Grafikkarte wird langsam ein wenig alt. Kann man nichts machen, außer sparen. Ne? Aber das soll gar nicht das Thema sein. Wir legen einfach mal los. Wir starten einfach mal eine neue Kampagne. Gerade natürlich schon mal so ein bisschen angespielt, auch wenn ich nicht sonderlich gut war. Du wurdest von Rednecks Funerals in kontaktiert mit einem südlichen Geldeintreiber und Rennsponsor. Sie möchten dich im nächsten großen Rennevent dabei haben. Ihr Fahrer hilft gerade ein paar netten Leuten, den Fluss in ihren Kanus mit ihrer Familie zu überqueren. Du bekommst $1,500 und kannst auch die Geldbelohnung des Rennens behalten. Nutze diese Chance, um Geld zu scheffeln und deine Karriere zu starten. Auf geht's, du wirst beschäftigter als eine Katze sein, die ihren Kot auf einem Marmorboden zudecken will. Viel Glück. Das ist lustig, das scheint also immer relativ zufällig zu sein. Letztes Mal hatte ich nämlich als Sponsor Happy Smokes, sah aus wie ein Lucky Strike Logo mit Marihuana-Blättern. Also das scheint random zu sein, welchen Sponsor ihr am Anfang kriegt. Ich muss sagen, auch letztes Mal sah mein Wagen doch ein wenig besser aus. Aber hey, wir machen einfach mal ein Rennen. Und wenn ich unter die Top 3 komme, schalte ich eine neue Strecke und eine neue Waffe oder ein neues Auto frei. Gerade wurde ich Fünfter, als ich es beim ersten Mal gespielt habe. Jetzt weiß ich hoffentlich, wie man das Spiel so ein bisschen kontrolliert. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Werden wir sehen. Grafisch jetzt nicht so schlecht. Ich habe jetzt natürlich nicht wirklich viel Anti-Aliasing oder wie das heißt, reingehauen. Da das natürlich auf die Performance geht. 3, 2, 1, go! So, am Anfang können wir noch nicht schießen. Er nimmt wenigstens ungefähr mit 30 FPS auf. Ein bisschen mehr. Also das geht für meinen Rechner dann noch. Noch können wir nicht schießen, aber wir kommen gleich in eine Fire Zone. Mein Sprecher quasi klingt wie Duke Nukem, was auch so gewollt ist. Die Stimme hieß Duke. Wir scheinen eine Art Schutzschild zu haben. Und jetzt können wir auch unsere Waffen einsetzen. Wir können nach vorne und nach hinten schießen. Ich spiele das jetzt mit einem 360-Controller. Ich schieße mit X nach vorne und mit A nach hinten. Und ihr seht schon, das geht hier relativ gut ab. Die Effekte finde ich auch sehr schön gemacht. Könnte eventuell auf Dauer ein wenig nerven. Ich kriege nie diese Kurve hier, weil ich sie nie sehe. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir auch nicht drauf gehen. In dem Moment weiß ich gar nicht. Suck my broomstick, indeed. Halt auch dran denken, nach hinten zu schießen. Weil man sonst relativ schnell auf die Fresse kriegt, wie er hier gerade versucht.
First Blood habe ich gekriegt. Macht gerade doppelt Schaden, weil ich diesen Totenkopf eingesammelt habe. Muss selber natürlich die grünen Items auch mal einsammeln. Die Steuerung ist noch ein wenig suboptimal gerade für mich, weil ich schieße gleichzeitig nach hinten und habe Nitro auf derselben Taste. Das sind jetzt die Standardeinstellungen. Das war sehr, also es war sehr schön. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Platz ich bin. Zweiter. Es ist gar nicht mal so schlecht und ich überschlag mich leider, weil ich natürlich jetzt auf den Platz gucken musste. Immer schön nach hinten schießen. Nicht vergessen. Auch Kies, guck auf die Fresse. Das sollte ich jetzt mal einsammeln. Ja, wird schon besser. Ich bin auch nicht gut, aber ich werde besser. Nur diese Kurve, die kriegt mich immer. Ja, mach ruhig. Ich hab hier Doppelschaden. Ich werde in der Final Lap noch versagen. Spiel das übrigens gerade auf leicht, weil ich einfach lange kein Rennspiel mehr gespielt habe. Ich denke mal, der Schaden könnte schon relativ knackig werden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade als letzten Satz gesagt habe. Und ob das überhaupt Sinn ergab. Weil ich gerade so viel im Kopf hatte. Nein. Ja. Ich muss hier noch einmal durch die Fire Zone boosten. Irgendwie zumindest Dritter werden. Das wäre schon was. Naja, immerhin zweiter Platz. Und die meisten Kills ist ja schon mal was. So, gut gemacht. Du bist wahrlich ein sehr guter Fahrer. Eine rosige Zukunft erwartet dich in der Rennwelt. Wir wünschen dir alles Gute zu deiner Karriere. Willkommen, da ist deine Garage. Hier kannst du Autos kaufen, sie reparieren und coole Lackierungen anbringen. Du kannst die Originalteile upgraden und Waffen für den Kampf kaufen. Check deine Brieftasche. Du kannst $2,500 ausgeben. Begib dich zum Shop und kaufe dir eine Karre. Ja, da können wir uns jetzt eigentlich nur diesen Fat Ficho und Defiant Regale kaufen. Ich finde, der hier sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Und dann können wir natürlich hier noch ein wenig anpassen. Das können wir nämlich jetzt auch mal machen. Einfach mal so, wie es sein soll. Ja, hier so. Das ist doch wunderschön. Da. Den nehmen wir. Ich schaue gerade, ob ich hier das metallisch irgendwie... Das kann ich anscheinend nur mit der Maus anwählen. Okay, das ist matt und das ist metallisch. Immer metallisch. Wunderschöne Farbe. Ein paar Aufkleber können nicht drauf. Die müssen wir nämlich erst freischalten. Felgen könnten wir auch nicht ändern. Also es muss wirklich alles freigespielt werden.
Ja, das lassen wir weiß. Ne? Ja, Dankeschön. Spitzname kann ich dann hier anscheinend noch. Endzeit passt. Besser als Münsterkind. Zurückgehen. Autoshop haben wir gekauft. Hier können wir dann halt noch Waffen ausrüsten. Okay, die haben wir schon. Upgrades können wir wahrscheinlich auch noch keine holen. Ja, noch Nitro und Beschleunigung können wir jeweils ein bisschen. Saugt und kühlt die Luft für den Motor für eine bessere Beschleunigung. Mir fehlen leider $150. Nehmen wir Nitro. Und jetzt bin ich rausgegangen und muss hier fortsetzen. So. Mein Fehler. Ist ein bisschen doof, dass man, wenn man einmal zu weit B drückt, direkt ins Hauptmenü kommt. So, und dann könnten wir natürlich direkt weiter rasen. Ich glaube, wir fangen nochmal ein normales Power-Rennen. Auf offenen Gebieten kannst du mit starken Winden und viel Laub. Brauche mindestens 8 Gegner ein. Sammle 1000 Bonuspunkte. Battle und Knockout. Es gibt verschiedene Modi, wie man sieht. Den schauen wir uns nochmal an. Ich werde vermutlich das Rennen gar nicht bis zum Ende machen, sondern einfach nur mal schauen, was denn da so passiert. Und dann denke ich, habt ihr auch einen guten ersten Eindruck von GasGuzzlers Extreme bekommen. Ne? Na, wir schauen nochmal. Oh, geilste Farbe da hinten. Geilste Farbe. So männlich. So unfassbar männlich. 3. Da sieht man jetzt leider das fehlende Anti-Aliasing dann doch. Das sieht man dann doch schon extrem. Autsch. Draufgängerbonus. Die ganzen armen Hühnchen hier. Oh, Yuri, verpiss dich. Die Namen sind auch sehr schön, wenn du das da oben mal liest. Stupid. Jackass. Lukewarm. Beyond to lose. Okay, der ist clever. Kannst du nicht anders sagen. I'll be back. Stupid, some dumb guy und Yuri Ridiculous. Ne? Breakfast is served. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht auf die Strecke geachtet. Verdammtes Hühnchen. Ich habe die ganze Zeit nicht auf die Strecke geachtet und habe trotzdem überlebt. I'll be back, aber nicht bei mir. So, das ist also ein ganz normales Rennen eigentlich. Ein paar Extras, wie jemanden einzurauchen und sowas, damit man nichts sieht. Aber ansonsten eigentlich ein relativ normales Rennen. Nicht schlecht, nichts Besonderes. Ein Rennen halt, ne? Dankeschön. Okay, wenn wir driften quasi, rauchen wir unsere Gegner ein. Au! Penner. Ich weiß immer noch nicht, wie sich das Nitro einsetzt. Von selber oder... Ich weiß es nicht. Das ist jetzt gerade nicht so kompliziert irgendwie.
lasst das gerade mal so auf euch wirken. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich die einfachste einfachste Schwierigkeitsstufe. Wahrscheinlich verkacke ich gleich sowieso nochmal, weil ich irgendwo vorrase. Weil ich kenne mein Talent. Aber ihr bekommt halt auch einen ersten Eindruck jetzt davon, dass es halt Battle-Rennen gibt. Dann gibt es Power-Rennen. Und dann gab es gerade noch ein bestimmtes Rennen, wo ich jetzt gerade nicht drauf geachtet habe. Das ist wahrscheinlich so Last Man Standing mäßig. Also der Hinterste fliegt immer raus, ich weiß es aber nicht. Also nehmt mich jetzt nicht für voll. Ihr habt es gerade lesen können im Menü. Müsst ihr notfalls nochmal zurückskippen, wenn das Video vorbei ist, und schauen, was da in dem letzten Cup stand. Ey! Die Penner! Wow! Wow! Ich weiß nicht, was ich da hätte gegen machen sollen. Das fand ich dann doch ein wenig merkwürdig jetzt, ne? Weil wie lange war ich jetzt Erster, bis dann da von hinten einfach so... Pff, na, was willst du machen? Passiert dem Besten. Und eins bin ich ganz bestimmt nicht, der Beste in Rennspielen. Ja, wenn euch das Spiel gefällt, schaut unten in der Videobeschreibung. Ich habe euch da einen Link zur Homepage hingepackt. Ich habe gerade gar nicht im Kopf, wie viel das kostet. Das habe ich nämlich jetzt vergessen nachzuschauen. Es ist allerdings ein Indie-Titel. Das ist nicht allzu teuer, ne? Könnt ihr einfach mal gucken, wenn ihr unten auf den Link klickt, werdet ihr wahrscheinlich direkt einen Betrag angezeigt bekommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, teilt es mit euren Freunden, schreibt einen Kommentar. Ich freue mich immer sehr über Kommentare. Die Mucke ist übrigens auch sehr geil, finde ich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das hat jetzt gerade voll da nicht reingepasst mit der Mucke, ne? Ist mir nur gerade so aufgefallen, deswegen musste ich es nochmal sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.